Um festzustellen, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben, brauchen Sie Indikatoren. Wenn Sie zum Beispiel Nachhilfe geben, dann wäre eine steigende Anzahl von Anfragen ein Indikator dafür, dass Sie Ihre Arbeit gut machen. Und sich stetig verbessernde Schulnoten ein weiterer Indikator. Es gibt zwei Arten von Indikatoren. Direkte Indikatoren und indirekte Indikatoren. Direkte Indikatoren sind die, die man sich immer wünscht. Das sind die, die leicht erhebbar sind, die eher quantitative Sachverhalte wiedergeben und ganz unmittelbar mit den Zielen in Verbindung stehen. Im Beispiel der Nachhilfe wären das zum Beispiel die Entwicklung der Schulnoten. Ganz oft können wir aber ein Ziel nicht direkt überprüfen, sondern müssen auf indirekte Indikatoren zurückgreifen. Diese stehen also nur mittelbar mit dem Ziel in Verbindung, sind eher schwieriger zu erheben und spiegeln eher qualitative Sachverhalte wider. Beispielsweise wäre eine hohe Aufmerksamkeit in Ihren Nachhilfestunden ein Indikator für ein sehr gutes Lernverhalten in Ihrem Unterricht. Gehen Sie bei der Erarbeitung von Indikatoren am besten in drei Schritten vor. Zunächst in einem ersten Schritt sammeln Sie ganz frei, welche Indikatoren Ihnen einfallen. Gehen Sie dabei möglichst bildlich vor und fragen Sie sich immer, woran würde ich am besten erkennen, dass die Wirkung eingetreten ist. Überlegen Sie, welche Fähigkeiten, welches Wissen hat die Zielgruppe, wenn mein Projekt erfolgreich ist und wie verhält sie sich vielleicht anders. In einem zweiten Schritt können Sie anschließend die Indikatoren konkreter ausformulieren und erst in einem dritten Schritt dann auswählen, welche Indikatoren Sie tatsächlich verwenden möchten, welche den Sachverhalt am besten wiedergeben und welche auch gut zu erheben sind. Indikatoren sollten Sie bereits während der Projektplanung ganz am Anfang aufstellen, denn nur wenn Sie Indikatoren haben, können Sie auch überprüfen, ob Sie ein Ziel erreicht haben. Ganz wichtig, achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht nur zählbare Indikatoren aufstellen, sondern auch qualitative Indikatoren. Denn das sind diejenigen, die Ihnen am besten einen Hinweis darauf geben, welche Wirkung Sie tatsächlich erreicht haben. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viele Indikatoren aufstellen, denn am Ende brauchen Sie vor allem wenige, dafür aber aussagekräftige Indikatoren. Bei einfachen Wirkungen reichen auch einzelne Indikatoren, bei komplexeren Wirkungen brauchen Sie vielleicht mehrere. Natürlich helfen Ihnen die besten Indikatoren nichts, wenn Sie nicht einen Ausgangswert zum Vergleich haben. Wir nennen das die Baseline. In unserem Beispiel der Nachhilfe wären das zum Beispiel die Schulnoten zu Beginn der Nachhilfe. Sollten Sie einmal über einen solchen Vergleichswert nicht verfügen, können Sie zum Beispiel die Schüler um eine Selbsteinschätzung bitten oder Sie verwenden einfach den aktuellen Notenschnitt. Wichtig ist, dass Sie einen klaren Bezugspunkt haben, der Ihnen hilft festzustellen, ob Sie eine Veränderung erreicht haben und wie groß diese ist.